Was geht, Leute? Wir reagieren auf Jan Brock Street Food Tour durch Irak. Wir essen Lammhoden. Da warst du auch mit dabei, oder? Da war ich nicht nur mit dabei, sondern ich habe das Video auch geschnitten. Ach so, Leute. Ja. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Video schon gelesen habt, wir sind in Irak. Genau gesagt in Erbil. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es wird eine geile Food Tour. Oder haben wir? Das wird eine Street Food Tour heute. Mit dabei lassen, Leute. Was läuft? Wir haben hier 40 Grad. Wir sind in Irak mit Shemseddin. Der erste Spot ist Falafel. Wir werden jetzt Falafel essen. Das hier ist ein sehr beliebter Spot, um Falafel zu essen hier in Erbil. Elbits erste Chef. Denkst du, Gesundheitsamt würde sowas erlauben? Bro, ich wollte gerade sagen, wenn ich im Iran war oder halt so in anderen Ländern, man muss sich doch richtig anpassen können dem Essen und so, weil das irgendwie voll neu ist. Habt ihr da nicht irgendwie voll Bauchschmerzen bekommen? Nee, tatsächlich nicht. Krass. Nee. Für Content halt, damit wir guten Content produzieren, haben wir das ganze Essen auch wirklich gegessen. Und wir hatten anfangs Angst, aber gar kein Problem. Ohne Witz, nicht 1% Bauchschmerzen oder irgendwelche Krankheiten. Mhm. Alles war super. Sehr beliebter Spot, um Falafel zu essen hier in Erbil. Elbits erste Stelle für Falafel. Da wird das Brot zubereitet. Oha, man kann das hier einfach selber belegen. Guck mal, die Leute belegen selber ihr Essen. Du kaufst die Chips an. Das ist wie bei Subway. Ja, krass. Aber wir hatten dieses System vor Subway. Kasse? Das war's mit den Chips. Das war's dann mit den Chips. Und dann bestellst du den Falafel. Guck mal, die werden immer mit Gurken und Tomaten belegt. Einfach Stromausfall gerade, mitten in der Aufnahme. Okay, ihr seht, unsere Falafel mit Gurken und Tomaten. Eine Ambersoße. Das ist Mango mit Senf. Bismillah. Die Soße ist sehr ungewohnt. Moment. Ich frage mich jetzt auch, wie die Soße schmeckt. Ja, Mango-Senf? Das ist, glaube ich, eher so eine indische Soße. Ja, okay. Würdest du da essen? Ich denke schon, ja. Hättest du die Eier? Ja, ich denke schon. Okay. Und die Falafel schmeckt noch ganz anders. Und das ist auch eine Soße hier, die ich sehr beliebt. Das ist einfach Saas. Das ist einfach Soße. Probieren wir mal den Saas. Ja, bei uns sagt man, zu dieser Soße sagt man einfach Soße. Ja, aber was ist denn da drin? Weiß man nicht, man sagt einfach Soße. Aber ist da nicht, steht da nicht irgendwas drauf? Nee, die heißt einfach Soße. Ist eine gute Falafel, 8 von 10. Was sagst du da so? Frisches Gemüse, ein frischer Falafel, der vor deinen Augen gemacht wird. Für 20 Cent ist das eine 10 von 10. 20? Und Moment mal, was haben wir bezahlt? 20 Cent? Natürlich haben wir auch einen Kassenzettel genommen, damit wir das absetzen können, steuerlich. 20 Cent wird schön abgesetzt. Genauso muss eine Folge anfangen. Was ich auch krass finde, hier wirst du nicht mal gefragt, ob du bezahlt hast oder nicht. Die schämen sich wohl, sowas zu fragen, weil es hier voll selbstverständlich ist, dass du zahlst, weißt du? Natürlich sollte es überall selbstverständlich sein, aber ich habe jetzt gegessen, theoretisch könnte ich auch abbauen, wenn ich will. Auf zum nächsten Spot. Sowas habt ihr bestimmt auch noch nie gesehen. Normalerweise. Das ist wahrscheinlich in Iran auch so. Oder? Dosen öffnet man halt, wie man sie halt öffnet, so, ne? Aber hier machst du so und dann ziehst du es auf. Ah, okay, ja. Das ist auch in Iran so. Ja, genau. Das sind ja Nachbarländer. Ja. Und dann ist es offen. Oh, krass, oder? Das gibt mir gerade Flashbacks von früher, Digga. Ich war lange nicht da. Und du willst erstmal zusammen nach Iran. Können wir machen. Du wolltest ja sowieso eigentlich. Ich wollte sowieso. Ich wollte schon immer Iran sehen, ja. Das ist ein Mechanismus, den hat Hassan Einstein erfunden. Das ist ein Soft-Ice. Jetzt bestellen wir direkt eins. Du kennst das Spiel. Eis soll auch gefährlich sein, also in so anderen Ländern, vor allem so Iran, Irak und so. Also da habe ich gehört, da haben viele so Bauchschmerzen und so bekommen. Also wir hatten kein Problem. Okay, Jan kann das auch bezeugen, das Eis war eigentlich ganz solide und wir hatten keine Bauchschmerzen, nicht 1%. Ehrlich, alles was wir gegessen haben, war top. Stark. Wie bei MC Donald. Okay, dann probieren wir mal das Soft-Eis hier. Die hatten da sogar Bueno-Eis und sowas. Ach, original. Ich zeig's dir jetzt. Das wird gleich gezeigt im Video. Boah, auch gut. Schmeckt lieber McDonald's. Jetzt probiere ich mal das Eis. 10 von 10. Die haben hier auch... Guck, Kindereis. Kinderschokolade. Kinderschokolade. Die haben hier Bono. Siehst du? Bono. Ja. Was? Ja. Bono-Eis. Und Sniper. Und sogar Sneaker. Was? Ja, schon krass, Digga, das gab's nicht mehr im Iran. Einfach Sniper. Ja. Schon gut, oder? Sniper. Guck mal, wie klein der ist. Ohne schon? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir essen jetzt Gas. Nein. Was ist ein Gas? Ein Gas ist der bekannte Döner. Aber wir nennen das... Wir sagen zu Döner Gas. Was sagt man im Iran dazu? Kebab Turki. Türkischer Kebab. So. Okay, stark. Yeah. Sehr einfallsreich. Yeah. Da schreibt einer Gas Fring. Gustavo Fring. Gas. Warum denn? Frag mich nicht, Bra. Okay, dann will ich ein Gas. Ein sich den Spieß. Warum wird der Spieß so gebrannt und nicht gerade? Weil das auf Kohle gegrillt wird. Ah. Es freut mich, dass Drake euch gefeiert bei der letzten Foodtour. Deswegen habe ich ihn heute wieder engagiert, die Voice-Over zu machen. Alte Leute, falls ihr es noch nicht kommt. Ich habe mich totgelacht. Ich fand das so geil. Das mit Drake. Wie habt ihr das gemacht? Mit so einem Programm. Das ist, ey, ich habe mich totgelacht. Das war richtig gut. Genau. Hier ist ein großer Kühlschrank draußen. Denn in Irak ist es normal, dass es manchmal Stromausfälle gibt. Und deswegen haben die ein riesen Eisberg mit Getränken, dass man auf jeder Zeit kalte Getränke hat. Homeboy, du musst Kalk trinken, Junge. Okay, wir haben ein rapartiges Ding bekommen. Ich dachte, wir kriegen ein Flammenbrot. Da drin ist Knoblauchsoße. Es sieht jetzt nicht so besonders aus, aber...
da wollten wir ehrlich gesagt nicht reinbeißen, weil, guck mal, es war Mittag und der Spieß sah halt so aus. Es sah so aus, als ob er seit Tagen so rumstehen, rumliegen würde, weißt du, Freund? Und wir hatten keine Eier, da reinzubeißen. Und guck mal, achte mal drauf, Can sagt, bei 3 beißen wir rein. Der lässt jetzt Armi reinbeißen und er selber beißt nicht rein. Machst du euch auf eure Lebensmittelvergiftung. Bei 3 beißen wir zusammen rein. 1, 2... schmeckt wie eine Shawarma-Rolle, nur dass du noch diese Grillaromen hast. Weißt du, was ich meine? Habt ihr mal deinen Mund dran? Süß. Doch, schmeckt gut. Kann man machen. Okay, jetzt probiere ich das Sandwich. Ich hatte keine Eier, das zu essen. Ich bin ehrlich. Ich hab wie Thaddäus diesen Burger. Yeah. Wo, wer so einen kleinen Biss nimmt und sich dann richtig verliebt. Yeah. Das ist sehr lecker. Sehr gut. Und nein, nein, du musst schön reinbeißen oder so. Nein, ich hab doch schon Brot. Nein, nein, schön reinbeißen. Das Brot zählt nicht. Okay. Und wie schmeckt's? Wie eine simple Shawarma-Rolle. Wir haben für 3 Sandwiches 3 Euro gezahlt, plus Getränke noch. Da kann man nicht meckern, wenn du den Bruder vergisst. Kann man nicht meckern, war gut. Jetzt ist man aber durch einen satt geworden, oder ich glaube nicht, war? Nee, dadurch, dass wir noch anderes Zeug gegessen haben, hat 1 gereicht. Holen wir uns einen Drink und ich wurde gerade fast überfahren. Hast du Bock auf Honigmelone, John? Oh ja. Oh, schön Honigmelone mit Eis. Mit Eis? Also Eiswürfel. Ah, mit Eiswürfel auch gut. Schön mixen, mein Bruder. Vielen Dank. Und fertig sind die Honigmelonen. Oh. Jetzt kommen noch 2. Ich liebe das. Das gibt's auch im Iran. Das ist so lecker. Ich liebe das. Ist nicht mein Geschmack, aber ist okay. Strohhalme rein. Sipas. Ach, wir brauchst du ein Dankeschön, mein Bruder. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, wie das Smoothie schmeckt. Los geht's. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil. Naja, er hat halt sehr viel Zucker reingemacht und Eiswürfel. Probier mal, Leute. Das ist echt zu süß. Nicht für jedermann, aber ich find's trotzdem geil. Hate nicht, sag es geil. Das ist das Beste, was ich je getrunken habe. Nee, ist nicht meins. Noch nie was Besseres getrunken. Nee, ich bin den auch wirklich sehr lecker. Honigmelone als Drink habe ich so auch noch nicht getrunken. Aber ich hatte mal Wassermelone als Eis, der Geschmack draußen. Ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen Drink aus und dann gehen wir zum nächsten Spot. Die Sonnenblumenkerne, Can, die werden ja aufgewärmt, hier, damit die frisch schmecken. Das waren die besten Sonnenblumenkerne, die ich je gegessen habe. Wie viel war das aber? Ja, das wird so auf der Straße bei uns verkauft. Krass. Ja. Das ist richtig geil. Da ist so eine kleine Flamme drin und weißt du, worauf das besteht? Los. Aus einer alten Waschmaschine. Was? Aber ich glaube schon. Das sieht sogar wirklich danach aus. Krass. Wirklich gut. Krass, aber, ne? Wie ihr uns schon wieder erkennt, und es ist mittlerweile dunkel geworden, aber doch. Und der Vibe war so geil, als es dunkel war. Alles voll mit Menschen. War das so basarmäßig? Ja, weißt du, wie viel Uhr es war? 2 Uhr nachts, glaube ich. Darauf haben wir gewartet, denn jetzt fängt der Abend erst an. Die Leute machen jetzt erst ihre Foodtrucks auf oder ihre Foodstände, weißt du, ich meine. Die Straße ist abgesperrt. Mal gucken. War es tagsüber nicht auch absolut heiß? Doch, sehr, sehr, sehr heiß, ja. Bei uns im Iran, ich weiß, wie es hier ist, aber im Iran arbeiten die Läden immer bis 13 Uhr und dann kommt eine fette Mittagspause bis zu 18 Uhr, ne, wo es halt wieder ein bisschen die Hitze weggeht und dann arbeiten die ab 18 Uhr wieder bis zu 22, 23 Uhr. Also bei uns ist so, die ganzen Leute, du siehst sie gar nicht draußen, wenn es so heiß ist mittags, die kommen erst abends raus. Wie so nachtaktive Menschen, weißt du, die kommen erst abends raus und chillen dann, gehen Pfeife rauchen und so. Guck, was wir noch fetzen können. Das hier ist keine Foodtour, das hier ist eine Challenge. Wer als erstes Lebensmittelvergiftung bekommt. Vielleicht habt ihr uns noch nicht geglaubt, aber das war wirklich meine Waschmaschine. Guck mal, die machen wieder Check-in-Deck. Das sieht aus wie Chili-Köfte. Wie heißt das in eurer Sprache? Das heißt Kupa. Kupa. Können wir dich angucken, als ob wir Dings Hollywood-Aufnahmen machen. Die denken, das Galileo-Team ist hier. Wir sind das erste Team, was sie auf dieser Straße aufnimmt. Das macht mir meine Mutter auch oft zu Hause. Das liebe ich sehr. Das habe ich in meiner Kindheit immer gegessen. Ja. Wie heißt das? Kuba. Das ist so ein Teigmantel mit so Füllung, weißt du? Okay. Hackfleischfüllung. Boah, geil. Okay. Liebe Grüße an Bidrans Mutter. Hat uns immer für einen 10er ein paar Kilos davon fertig gemacht. Heute essen wir das in XXL irgendwo in Irak, Alter. Wink in die Kamera, wink. Das ist live. Dann wollen wir mal gucken, was die hier drauf haben. Kam gerade frisch aus der Fritteuse und jetzt gehen sie in den Magen. Bismillah. Eine Teigbombe. Etwas in meinen Augen zu dick, hätten die ruhig ein bisschen kleiner machen können, aber saftig. Wir nehmen noch ein Biss. Frische Gewürze drin. Schmeckt gut, aber ich finde unsere Inchel-Köfte schmeckt besser. Willst du mich verarschen? Willst du meine Kultur beleidigen oder was? Nein, ich habe gesagt, ist okay, aber ich kenn's halt besser. Auf zum nächsten Spot. Jetzt gerade befinden wir uns hier beim kurdischen Subway. Hier gibt's 1000 Arten von Wraps, Bruder. Es gibt verschiedene Fleisch. Boah, das sieht geil aus. Und vor allem das Fleisch, das sieht auch richtig gut gewürzt aus. Yeah. Auch schön. Da mit Safran und so. Ist es so ein Hähnchen da? Das sieht aus wie Hähnchen. Ja, das ist Hähnchen. Okay. Dann gibt's Truthahn, Keule und noch viele Lamm gibt's auch. Lamm, okay. Und alle Arten von Fleischsorten so. Sorten, verschiedene Soßen. Es gibt alles, weißt du, was ich meine? Und hier bestellen wir jetzt was Leckeres. Was sieht denn für dich so am leckersten aus, Laso? Hier gibt's 1000 Sachen, Bruder. Lass mal ein Hähnchen-Sandwich bestellen. Guck mal, wie schaumig, Bruder, dieser Ayran ist. Am liebsten würde ich einfach meinen Kopf da reinstecken. Es fließt einfach unendlich aus dieser Kanne.
Da kommen echt unendlich raus. Ja, krass. Aber wie? Ich weiß nicht. Wie haben die es gemacht? Unendlich. Das hört nicht mehr auf. Unendlich. Guck mal, Leute, hier ist Eidern. Aber das Besondere an diesen Eidern ist, das ist Kamelmilch. Alter, was passiert hier? Ach, das mal, die holen sogar das Brot frisch von da hinten raus. Alter, eine Streetbäckerei. Alter, es ist so heiß. Ich habe noch nie so eine Streetbäckerei gesehen. Hört mal auf mit dieser Politik im Chat. Ich glaube, damit wird es nie aufhören, Bro. Ich sehe das auch so viel. Ja, auf. Die können das gerne privat machen, aber nicht hier in meinem Stream. Weil ich habe viele Freunde, die kommen aus Ländern, die eigentlich Krieg haben mit meinem Land, Streiter. Es ist mir scheißegal. Vor allem, was haben wir damit zu tun, ja, Digga? Lass es doch machen. Wir haben absolut nichts damit zu tun. Ja. Frisch wird hier groß geschrieben. Was haben wir drinne? Truthahnkeule. Ah. Bismillah. Rein damit. Das sieht am geilsten aus, sag ich dir ehrlich. Das haben wir auch gegessen, ja. Truthahnkeule, ja. Boah, Alter, das ist saftig. Schau dir das an. Noch ein Biss. Wie waren die Soßen? Habt ihr da auch Soßen gehabt? Oder? Ja, da gab es eine Soße, die heißt Soße. Ah, okay, die Soße habt ihr genau. Ja. Weil oft ist so bei diesen Ständen und so, auch so im Iran, da ist Fleisch und so, ist halt alles so saftig, dass man das jetzt nicht nochmal mit einer Soße irgendwie Dings macht. Soße geben die mal extra, die tun das nicht nochmal rein. Ja, okay. Das heißt, du isst das ohne Soße, wenn du selber nochmal Soße haben möchtest, dann nimmst du die Soße und tust sie dann auf dein Sandwich. Verstehe. Wisst ihr, wie das schmeckt, als würde dieses Truthahn gerade geschlachtet worden sein? Hinter dem Bäcker! Was sagst du? Preis war 1 Euro? Kann sein, ja. 1 Euro? 1 Euro. Ja, yeah, krass. Für alle Sandwiches. Bro, aber dieses Frisch ist so krass. Wir haben im Iran einfach mit meinem Onkel vor ein paar Jahren, er hatte so ein Gewehr gehabt und er hat einfach so kleine Vögel, die so draußen geflogen sind. Er hat einfach einen abgeknallt, wir haben den direkt da gegrillt, Digga. Weißt du, wie lecker das war? Dieses Frische ist wirklich richtig krass. Ich sage dazu Lebensmittelvergiftung. Bro, das schmeckt so saftig, wallah. Ich gehe nie wieder mehr Subway, ich komme immer hierher. Alter, schaut euch das an. Hier gibt's alles, was du willst. Die haben ja einfach alles. Ich fühle mich gerade wie im Scharaffenland. Frisches Fleisch. Hier werden wir jetzt Adana essen. Jan, ich hab für dich was ganz Spezielles bestellt. Was denn? Lass dich einfach überraschen, Bruder. Okay, das ist eine Art Fett. Das hat sehr viele Proteine und Vitamine, Bruder. Sehr lecker. Okay, hab ich Bock drauf. Schau mal, Jan sitzt da hinten und er hat gesagt, wir sollen bestellen, weil wir uns auskennen. Wir werden ihn jetzt pranken. Wir werden jetzt Hoden bestellen. Der kriegt leckere Hoden von uns. Jetzt werden wir das bestellen und ihm sagen, das ist eine sehr leckere Spezialität. Ey, ich sag also, einfach, das ist Lammfett. Ja, ja. 100%. Geil. Sehr geil. Der wusste das nicht. Yeah. Oder so. Das ist der erste echte Prank. Wir sind schon den ganzen Tag am Laufen, es wird doch mal Zeit, den Sitzen zu essen, so wie es sich gehört. Mit unserem Brass. Guck mal, John, das Essen ist jetzt fertig. Und bei uns im Kurdistan ist es so, das ist wahrscheinlich bei dir auch so, und auch in Türkei ist es genauso, man sitzt einfach an einem Tisch mit fremden Menschen. Ich habe es leider nicht mehr in Erinnerung, weil ich sehr lange nicht mehr da war, aber ich glaube schon. Streetfood-mäßig ist bei uns so, die stellen da ganz lange Tische hin und jeder sitzt einfach zusammen. Und jeder sitzt an einem Tisch, ob du ihn kennst oder nicht, ist scheißegal, jeder isst zusammen. Yeah. Hier in Deutschland gibt's sowas nicht. Mm. Wenn du siehst, ein Tisch ist besetzt. Stimmt, das geht absolut gar nicht. Ja, dann sitzt man sich nicht dazu. Das macht man nicht. Ja, ich bin gespannt. Guck mal, John, das Essen ist jetzt fertig. Ich zeige dir jetzt die leckerste Spezialität hier. Die ist sehr, sehr berühmt, Bruder. Einer schreibt, dieser Prank war nicht mal ein Prank, das war einfach ernst. Also ja, der hat ja wirklich Hoden gegessen. Yeah. Also das hier, John, das ist das Leckerste, was es hier gibt. Vitaminreich, proteinreich. Das ist dein Körper eine Bombe. Das ist so eine Art Fett vom Lamm. Das sind Hoden. Boah, ich will wissen, ob es geschmeckt hat, Digga. Ich würde das zu gerne probieren. Boah, ich bin dir ehrlich, ich habe das da auch zum ersten Mal gegessen. Aber ich werde jetzt genau was dazu sagen. Okay. Das schmeckt aber unnormal. Gib mir mal ein Stück davon. Willst du mit Brot oder ohne? Ja, mit Brot. Okay, dann wollen wir mal. Also Jan ist so ein Typ, der ist immer offen, der probiert Sachen, aber wenn ihm einmal etwas nicht schmeckt, dann isst er es nie wieder mehr. Und der war offen dafür, aber der war so ein bisschen misstrauisch. So, aber er ist nicht drauf gekommen, dass er ihn gerade irgendwie Nee, wusste nicht. Geil. Probieren. Bismillah. Bismillah euch auch so zum ersten Mal. Schmeckt's? Gut, wie kann ich das jetzt erklären? Es schmeckt etwas wie Leber. Nur unsere türkische Leber, weißt du oder nee? Hühnchenherze von den Kräutern. Du isst das auch im Hintergrund. Ich hab's da auch zum ersten Mal gegessen. Ah. Ja, Mann. Sollen wir dich aufklären? Sind das Hoden? Das Hoden! Der Wusste. Wie er das direkt gemerkt hat. Digga, diese Reaktion. Sollen wir dich aufklären? Sind das Hoden? Wie er es realisiert hat, Digga. Geil. Ich habe ihm ein paar Tage vorher, bevor wir dahin geflogen sind, habe ich ihm gesagt, ey, bei uns in der Heimat gibt's Hoden. Und dann ist uns dort spontan eingefallen, wir können ihn doch pranken. Geil. Und dann ist ihm eingefallen, dass es Hoden sind, weißt du, was ich meine? Geil. Das ist so unschuldig. Bruder, sag Wallah. Bruder, das sind Hoden, Wallah.
Was macht ihr so, Jungs? Du hast einfach Eier gegessen. War okay, Bruder. Ja, also noch, aber jetzt mit dem Gedanken, Bruder. Ja, ich find's cool, dass ihr dann auch angefangen habt zu essen, weil dann ist so, okay, ne, ihr zeigt, ihr esst das auch und so, sonst wäre scheiße, wenn ihr ihm das angedreht hättet und dann gar nicht mehr. Ja, ich bin dir ehrlich, ich hab da reingebissen. Ich wusste, okay, das wird wahrscheinlich so glitschig sein, weißt du, was ich meine? Waren die aber zart vom Kauen und so? Ja, die waren so, musst du dir vorstellen. War das wie Leber? Wie Leber wirklich? Es war, kennst du Jigar? Habt ihr auch bei Jigar? Ja, ist es Jigar? Nein, das ist ein bisschen anders. Okay. Von der Konsistenz her, anfangs, wenn du es im Mund hast, denkst du, okay, ja, das ist so ähnlich wie das. Aber dann, wenn du reinbeißt, es ist wie so ein Kaubonbon. Da ist so eine Flüssigkeit. Verstehe. Weißt du, ich meine? Ja, ich glaube, es war Wichse, weil da war so eine Flüssigkeit. Wenn du reinbeißt, so, das platzt so im Mund. Weißt du, ich meine? Wir haben es halt schon bestellt. Aus Respekt haben wir das gegessen. Arvin ist schon geil drauf. Ey, ich würde es schon gerne mal probieren jetzt. Ja, also, aber das würde ich nie wieder mehr essen. War richtig lecker, schmeckt wie Hühnerherd. Jetzt habe ich Eier gegessen, oder? Bruder, du hast einfach Hoden im Mund gehabt. Ja, aber auch eine Hoden gegessen. Gib mir was Besseres, Bruder, gib mir was Leckeres. Das schmeckt aber wirklich nach Lamm, ist okay, ne? Bruder, ich will nichts mehr mit uns zu tun haben, Bruder. Hab mich gefickt, Bruder. Also, Bruder, das hier ist ein Adana. Das nennen wir Kebab. Aber das kennst du unter Adana. Es sieht aus wie ein Adana, aber es schmeckt ganz anders. Komplett anders. Und das haben die jetzt auf der Straße. Das ist nicht wie Kubi. Yeah, okay. Ist nochmal ganz anders. Yeah, yeah, yeah. Hast du noch nie gegessen, oder? Nee, ich glaube nicht. Auf kurdische Art und Weise. Nee. Ganz anders, Bro. Okay. Ganz anders. Streetfood-Style. Ich vertraue euch nicht. Am Ende ist das irgendwie Kuh, ihr wisst schon, was ich meine. Ganz normal Hackfleisch, komm. Dann ein bisschen Zwiebeln. Tomate. Ich verarsch mich nicht. Tomate. Ne? Petersilie magst du nicht? Nein. Mach zu. Bismillah. Hodenpart 2. Das ist geisteskrank. Mit Abstand mein Lieblingsessen hier. Ich sag's euch, wie es ist. Hackfleisch mit Fett, Tomaten, Zwiebeln, warmes Brot, rein damit. Geil. Der hat das wirklich gefeiert. Ja, yeah, geil. Weil das ist ganz anders. Aber das ist jetzt kein Prank oder so. Ja, das war kein Prank. Das ist ganz normaler Hackfleischspieß. Und 10. Das ist mein persönliches Lieblingsessen. Das ist Lammfleisch, John. Komm, wir probieren auch nochmal das Lamm hier. Frisch auf dem Spieß. Das ist aber frisch geschlachtet. Direkt auf dem Grill. Das ist ganz normal Lammfleisch. Ah, okay. Ganz gepackt. Bismillah. Das ist okay, aber das ist mit Abstand das Krasseste. Ich muss mir noch eins davon machen. Meinst du den Hoden? Nein. Kebab, Tomaten, Zack. Und Zwiebel. Und Zwiebel. Und rein damit! Das war so geil, ohne Witz. Boah, so frisch aus dem Mein persönlicher Favorit war Hoden. Auch zum nächsten Spot! John, jetzt kriegst du eine Frucht, die hast du nirgendwo anders gesehen. Achte mal. Kennst du das? Noch nie gesehen. So, das ist sowas wie eine Gurke, so mäßig, aber haarig. Ja, nee, sagt mir tatsächlich nichts. Ja? Das sind doch ganz normale Gurken. Das ist bei uns. Okay, noch nie gesehen. Guck mal, willst du mir weismachen, dass das eine Gurke ist? Das ist Kevin, die Seegurke. Kevin, berühren! Guck mal, die ist haarig, fass mal an. Das erinnert mich an, naja. Ihr habt mich gerade Hoden essen lassen und jetzt essen wir so. Stark. Wusste ich doch, dass du sowas lustig findest. Was essen. Oder sogar die kurdischen Gurken sind dir behaart. Tamam. Das ist ein Sommer. Jetzt probieren wir mal das Ganze. Sommer auf haarigen Gurken, Digga. Ja. Es sind halt stinknormale Gurken. Meinst du ernst? Ja. Das schmeckt doch nicht nach Gurken. Die schmecken echt. Wir haben den tagelang gehypt. Wir haben gesagt, das sind wie Gurken, aber tausendmal krasser und sowas. Und wir dachten, der wird das übel feiern. Der hat da reingebissen und hat gesagt, es sind ganz normale Gurken. Das hat uns übel enttäuscht. Wir waren so enttäuscht. Aber ist wirklich so ein bekannter Snack so? Ja, ist ein bekannter Snack bei uns. Ja. Die schmecken echt krass. Das sind die besten behaarten Gurken, die ich jemals gegessen habe. Unnormal lecker. Erst recht mit zum Markt. Das hier gibt es leider in Deutschland nicht so. Aber immer wenn ich hier bin, hole ich die. Ich kaufe die mir, Bra. Wie heißt es? Das heißt Rusi. Das war's mit der Streetfood-Tour in Kurdistan. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Ich weiß nicht, warum ich das auch schon gemacht habe, aber Can wollte, dass ich es mache. Dann, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann lasst einen Kommentar da. Und noch eine Sache, viele wollten wissen, wie es mit meiner Hochzeit ausgegangen ist. Can und ich sind hingegangen, wir haben ihr Vater kennengelernt. Wir waren bei ihr zu Hause, wir haben ein bisschen gequatscht. Und nächste Woche zeigen wir euch weiteres dazu. Ich hab das Video bis dann, gesehen. Tschüss. Ich habe da eine Frau kennengelernt alles weitere wird dann nächste Woche dann. Ich bin gespannt. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Can Brock Videos reagieren, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Kuss.